Projektvorlagen und Basisprojekte. In ePlan werden Schaltpläne und zugehörige Dokumente wie Listen und Übersichten als Seiten innerhalb von Projekten erstellt. Ein Projekt ist eine Datenbank, in der abgesehen von den Projektseiten auch alle im Projekt verwendeten Stammdatensymbole, Normblätter, Formulare, Artikeldaten gespeichert sind. Sie können Projektvorlagen und Basisprojekte erstellen und diese zum Erstellen neuer Projekte nutzen. Die Verwaltung von Stammdaten ist insbesondere bei Zulieferverhältnissen und beim Datenaustausch wichtig. Projektvorlagen enthalten alle projektbezogenen Einstellungen und die Schemata für die Projektstruktur. In Projektvorlagen werden die projektbezogenen Stammdaten in die Stammdatenverzeichnisse referenziert. Beim Erstellen eines Projekts auf Grundlage einer Projektvorlage werden alle Projekteinstellungen, Projektdaten und Seiten aus der Projektvorlage und alle referenzierten Stammdatensymbole, Normblätter, Formulare aus den Stammdatenverzeichnissen in das neue Projekt übernommen. Basisprojekte enthalten alle Seiten als auch alle projektbezogenen Einstellungen und auch alle Projektstammdaten. Beim Erstellen eines Projekts auf Grundlage eines Basisprojekts werden sowohl alle Projekteinstellungen, Projektdaten und Seiten als auch alle eingelagerten und ursprünglich referenzierten Stammdaten aus dem Basisprojekt in das neue Projekt übernommen.